Da war die Merkel sehr fair zu mir. Nicht alle waren fair. Ich hoffe, dass ich nicht allzu starke Schmerzen habe. Ich erzähle es aber heute, weil ich sauer bin auf ihn. Hallo Herr Müntefering, herzlich willkommen auf dem Dorfpost. Hallo, ich grüße Sie, Herr Kettler. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Ich habe einen kleinen Sohn, den Emanuel, der ist 7 Jahre alt und der hat gerade das Wort legendär für sich entdeckt. Aha. Und alles ist immer legendär. Er fragt immer, ist der Kartoffelbrei legendär? Und wenn er jetzt hier säße, dann könnte ich sagen, guck mal Emanuel, der Mann, der ist legendär. Wie fühlt sich das an, so als lebende Legende durchs Leben zu gehen? Naja, ich weiß gar nicht. Ich empfinde das nicht so. Ich habe normales Leben gehabt, aber mit besonderen Jobs. Das hat sich so ergeben. Das war nicht vorgesehen. Ich bin 8 Jahre zur Schule gegangen. Ich war 14 Jahre und 2 Monate, als ich rauskam. Und als ich in der Klasse 4 war, war der Rektor bei uns zu Hause. Und dann haben die geprüft, ob ich auf eine weiterführende Schule gehen sollte. Hätte ich aber nach Neheim fahren müssen. Das kostete damals noch Geld. Okay. Und das Busfahren kostete auch Geld. Also meine Eltern gesagt, er kann auch so ein guter Katholik werden. Also so muss kein Abitur machen. Und so bin ich dann auch nur zur Volksschule gegangen. Was heißt nur, ich fühlte mich da gut aufgehoben. Aber mir fehlt da die Bildung und das große Wissen. Doch, das soll kein Vorbild sein für Kinder und für junge Menschen heute. Okay, verstehe. Mögen Sie es eigentlich, wenn man Sie heute Münte nennt, Ihren Spitznamen? Ja, das war früher schon mal meinem Vater so, der in Amke groß geworden ist, hier am Sorpesee. Da nannt man die Münten. Aha. Sprach man Münten. In der Politik hat es Peter Struck angefangen. Mein Kollege im Bundestag, Peter, der hat alle langen Namen verkürzt und ich war halt Münte. Ich habe das ganz gern gesehen, weil das war so eine Art Markenzeichen. Das ist heute noch bekannt. Es gab sogar mal, behaupte ich, und darauf war ich noch stolzer, das ist aber nie gemessen worden natürlich, eine Zeit, wo wenn einer in der Partei bei uns sagte, der Franz hat, dann haben alle daran gedacht, dass ich gemeint sei. Das fand ich noch stärker. Ja. Okay. Und Peter Struck, der hatte doch auch, der hieß doch Strucki, oder? Peter Struck ist vor 10 Jahren schon gestorben. Ja, wir haben zusammen Politik gemacht. Wir haben zusammen Fußball gespielt in der Bundestagsmannschaft. Er hatte eine eigene Fußballmannschaft, quer durch alle Fraktionen. Wolfgang Schäuble war dabei und auch FDP war dabei damals. Also da haben wir zusammen Fußball gespielt und Struck sagte, wenn er mich ansprechen wollte, Münte, sag mal. Nö, das ist okay, das ist ein Markenzeichen. Okay. Ja, ja. Sie sind ja Jahrgang 1940, die ersten in Neheim geboren und dann aber nach Sundern gezogen. Fühlen Sie sich eigentlich mehr als Neheimer oder mehr als Sunderaner? Na, ich bin halt nur geboren, weil es in Sundern keine Entbindungsstation gab, kein Krankenhaus gab, ist meine Mutter dann nach Neheim gekommen. Mein Vater sollte eigentlich zu der Zeit in den Russlandfeldzug als Soldat. Und ich bin dann im Januar 40 geboren. Da hatte er noch mal 1 oder 2 Monate Aufschub und ist dann mit Trommel in den Süden gezogen. Okay. Was dazu führte, dass meine Mutter mir als Kind immer so ein bisschen verharmlosend dann gesagt hat, Krieg ist immer schlecht. Aber besser im Warmen als im Kalten. Papa ist im Warmen. Der war, und das hat mich immer so ein bisschen beruhigt in dieser verrückten Krise. Sie haben ihn ja dann erst kennengelernt, als Sie so 7 Jahre, glaube ich, waren, fast 7 Jahre. Ja, 6,5 Jahre. Wie war denn diese Begegnung eigentlich, die erste Begegnung mit Ihrem Vater? Naja, meine Mutter hatte mir immer Gutes über ihn erzählt. Ich war in Sundern in der Kirche gewesen. Irgendwie war da eine Andacht oder was, wo ich gewesen bin. Und da kamen mir schon welche entgegen. Die sagten, du, dein Papa ist zu Hause. Das war damals so. Da kamen welche aus der Gefangenschaft. Dann war er zu Hause und meine Mutter hatte immer gut über ihn gesprochen. Wir sind doch gut ausgekommen. Es gab dann sehr schnell eine Entscheidung bei uns zu Hause. Meine Mutter stammte aus so einer Wandervogelfamilie. Die spielten alle Gitarre und irgendwie so Mundharmonika. Ich sollte wenigstens Mundharmonika lernen. Mein Vater hat mir Fußball geschenkt. Fußball hat gewonnen, Mundharmonika war vorbei. Ich würde Fußball spielen beim TuS Sundern. Welche Position haben Sie gespielt? Linker Verteidiger. Also ich habe mich bei der angemeldet und mittrainiert und nach ein paar Wochen sagten die, Samstag spielst du mit? Samstag spielten wir, ja gut.
was denn? Linke Verteidiger. Ich kann aber nur rechts schießen. Wieso linke Verteidiger? Das ist das Letzte. Ja, es ist nur ein Platz frei. Linke Verteidiger oder gar nicht. Okay. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht. Sondern das Spiel, das ist egal. Du, sag, was, wie muss ich das denn sehen? Ja, du musst einfach gucken, das Kantor fällt von da. Und so habe ich auch immer gespielt. Und der Rechtsaußen war immer irritiert, weil ich überhaupt mit meinem linken Fuß überhaupt nicht spielen konnte, sondern immer rechts spielte. Und dann habe ich aber irgendwann auch mal rechts außen gespielt, jedenfalls linker Verteidiger. Das war dann auch immer noch später bei Beckenbauer und auch bei unseren ganzen Bundestrainern war das die große Frage, wer soll bei Herberger, wer soll eigentlich linker Verteidiger spielen? Und hat nie einer Münte gesagt. Da bin ich nie gekommen. Ich habe zwar in Sportschulen bin ich gewesen, in Kaisau und in Duisburg und so. Ja. Und habe Detmar Kramer noch kennengelernt und Fußball war für mich ganz wichtig bis zu meinem 18. Lebensjahr. Dann habe ich schlagartig aufgehört. Ja. Sie haben ja dann ziemlich schnell auch wirklich eine politische Karriere hingelegt wie kaum ein Zweiter. Ne, das muss man ja wirklich sagen. Sie haben Spitzenämter belegt, nicht nur im Stadtrat von Sundern, sondern eben dann auch auf Landes- und Bundesebene. Gab es in dieser ganzen Zeit eigentlich so eine Art Erweckungserlebnis, irgendein Augenblick oder eine Person, die gesagt hat, pass mal auf. Eigentlich war das mit der Politik gar nicht vorgesehen bei mir. Als mein Vater und als wir dann soweit waren, 53, zweite Wahl, zweite Adenauer-Wahl, habe ich mit ihm gesprochen, was ist denn Politik? Das konnte er mir so recht auch nicht. Er war konservativ, der war Zentrumsmann, meine ganze Familie war Zentrum gewesen und war dann CDU. Und er hat gesagt, zwei Dinge kann ich dir nur mitgeben. Erstens, genieße eine Partei. Das hat ja geklappt. Das wusste ich besser. Und zweitens, nie wieder deutsche Stiefel im Ausland. Was ich lange sehr gut fand, bis ich dann irgendwann entdeckte, dass das sehr viele Männer in seinem Alter sagten und dass das gut gemeint war, aber nicht gut war. Das hieß nämlich im Grunde, Deutschland darf nie wieder aggressiv werden in der Welt. Aber Deutschland hat auch keine Mitverantwortung und das war falsch. Okay. Wenn in Ruanda 200.000 Menschen verhungerten, sagte mein Vater, das ist ganz schlimm, oder so damals der Aufstand in Ungarn, da sagt man, das ist ganz schlimm. Aber wir müssen uns da raushalten. Mhm. Wir dürfen ja nichts machen. Aufgrund der Historie einfach. Ne? Und das war ein nationaler Egoismus, der ganz gefährlich nah am Faschismus auch hängt irgendwo, dann weil die im Zweifelsfalle immer wieder für sich selbst sorgen. Aber gut, mein Vater war ganz in Ordnung und ich war so ein kleiner Klugscheißer, wie man so sagt. Ich habe gelernt und gelernt und gelesen und gelesen, habe Leserbriefe geschrieben. Die kannten mich alle hier, weil ich dauernd Leserbriefe schrieb an die Zeitungen, an die Parteien. Habe dem Adenauer geschrieben, dem Erhard geschrieben, dem Brandt geschrieben. Immer, weil ich denen erzählt habe, wie man es besser machen kann. Und als ich 25 war, ich war verheiratet, hatte die erste Tochter und das hat damit zu tun gehabt, glaube ich. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Da sagte ich, die SPD muss jetzt mal gewinnen, hat sie aber nicht. Bin ich hingegangen und habe gesagt, so, ja, wieder verloren, ich komme jetzt und helfe. Das war natürlich so arrogant, dass die erstmal ein paar Monate gebraucht haben, ehe sie mich aufgenommen haben. Okay. Und dann war ich in der Partei, mit 25 bin ich in der Partei gewesen, weil ich da kapiert habe, es gibt so ein altes Arbeiterlied, die Gedanken sind frei. Ja, man kann sie nicht zähmen. Okay, ja, so. Habe ich gern gesungen, damals schon. Da habe ich kapiert, das reicht nicht. Es reicht nicht, dass du die richtigen Gedanken hast, dass du das Richtige weißt, du musst es tun. Das ist... Ja, Menschen folgen Menschen, ne? Politik machen. Ich wollte in Rat, ich wollte in den Bundestag und dann wollte ich irgendwann wie meiner Partei Generalsekretär werden. Alles andere haben mir andere gesagt, das musst du jetzt machen, das musst du jetzt machen und habe ich auch ganz gern getan. War das denn so ein bisschen auch so eine Protestreaktion, wenn Sie sagen, Ihre Eltern waren zentrumsnah, also konservativ, wollten Sie es denen auch ein bisschen zeigen? Nee, eigentlich nicht. Ich habe so einen großen Unterschied eigentlich nicht gesehen. Also ich glaube immer noch, der Jesus war eigentlich ein ganz ordentlicher Typ. Nächstenliebe und Solidarität ist nicht so weit auseinander im Leben. Ja. Und ich glaube, der Hochmut, dass der eine da besser ist als der andere, das ist Unsinn. Das gibt in allen Parteien
Leute, die mit Menschen gut umgehen. Es gibt auch in allen Parteien Leute, die das weniger gut können. Okay. Da mache ich also keinen Unterschied. Und das ist halt die Frage, ja, wo sieht man die wichtigsten Ansätze? Wo sieht man? Ja. Ich glaube, dass die CDU heute in eine schwierige Zeit kommt als christliche Partei. Das werden Sie sehen. Das wird in den nächsten Jahrzehnten für die ganz schwierig werden, wirklich zu bestehen, die große Zeit als christliche Volkspartei, die ist da vorbei. Das wächst nicht nach. Die jungen Leute, die meisten gehen eh nicht mehr in die Kirche. Der Pastor kann denen auch nicht mehr sagen, wen sie wählen sollen. Das ist so. Das ist ganz schwierig. Fehlt die für die großen Parteien alle. Ja. Ich habe das Gefühl, dass bei Ihnen die Menschen sehr stark schätzen, auch wertschätzen, dass sie eben sozusagen von einer Arbeiterkarriere, die vorgezeichnet waren, eben doch in eine sehr hohe gesellschaftliche Verantwortung hineingekommen sind. Dass sie reden, wie die Leute es gewohnt sind. Sehen Sie bei der heutigen Politikergeneration, die jetzt Verantwortung tragen, eigentlich irgendjemand, der so ähnlich unterwegs ist? Ja, der Hubertus Heil hat auch solche ja. Fähigkeiten, der heute Arbeits- und Sozialminister ist, der auch so daher redet. Und wo ich auch immer weiß, was der jetzt gemeint hat, gerade dabei und so. Und das finde ich schon eine dankbare Sache. Noch jemand? Ich finde besonders schlimm, dass in der Kommunalpolitik manche sich anstrengen, wie Politiker zu reden. Die müssen nur umso mehr reden wie die. Ja. Die Andrea Nahles übrigens auch. Da wird ja immer unterstellt, wir hätten das so nicht gewonnen. Das war aber nicht so. Ja. Wir haben nicht immer dieselbe Meinung gehabt, aber wenn die losquatschte, habe ich immer verstanden, was die wollte und so. Und das war wirklich gut. Es sind auch heute im Bundestag noch Leute, die nicht studiert haben und die noch richtig Gosse reden, aber ich finde es total schön. Strengen sich und halt letztlich an. Ist das ja auch die Idee einer Volksvertretung, ne? Dass eben aus allen Gegenden und eben auch aus allen Milieus um dieses. Also ich habe meinen Leuten gesagt, dass so wie ich das gelernt habe, es ist so bei mir. Wenn mir was einfällt, was mir wichtig ist, dann erzähle ich das und dann stelle ich fest, so, ich schreibe das jetzt mal auf, weil wenn ich es aufschreibe, wird es genauer. Dadurch weiß ich, dass meine Sprache ungenau ist. Aber ich empfehle das allen Menschen. Das, was du da erzählst, schreib es mal auf. Nach der Zeile 3 merkst du, das haut gar nicht hin so. Das ist in Wirklichkeit etwas anders. Ich weiß das überhaupt nicht. Ich muss noch mal nachdenken. Das heißt, ich habe eine ganze Menge so Spickzettel, Splitter habe ich die immer genannt, zu Hause liegen, so ein Packen, wo ich zu allen möglichen Sachen. Fällt mir ein, Einsamkeit, setze ich mich dahin, schreibe was auf. Eine halbe Seite, dann denke ich, was erzähle ich nicht mehr für Zeug da? Das ist doch ein bisschen anders. Und mache mir das selbst, dass halt ein Teil dieses Sprechs, den ich dann mache, ist auch gewollt, um das zu akzentuieren, um da was Bestimmtes reinzubringen, um bestimmte Beispiele zu haben, bestimmte Zitate zu haben. Es ist nicht die blanke Hilflosigkeit, so will ich mal sagen, sondern es ist manchmal, ein bisschen der Versuch, das einfach zu erleichtern. Ja, ja. Ich glaube, viele Politiker haben es auch heute nicht besonders leicht, weil die müssen ja bei allem, was sie sagen, immer gleichzeitig mitdenken, wie der Satz bei Instagram und Facebook und so weiter, wie sie alle heißen, wirkt, ne? Ja, das ist meine instinktive Weigerung bisher immer gewesen, da richtig mitzumachen dabei. Das gebe ich zu, das ist nicht vorteilhaft, aber diese Veränderung der Informations- und Kommunikationstechnologie verändert die Gesellschaft sehr und erschwert es auch sehr, sich zu verstehen und da vernünftig miteinander umzugehen. Das ist in der Tat so, dass das hat was mit Zeit zu tun. Ja. Sie haben vier Kanzler miterlebt aus nächster Nähe. Unter diesen vier SPD-Kanzlern, also Brandt, Schmidt, Schröder und jetzt Scholz, sehen Sie da eigentlich in der Persönlichkeit irgendeine Übereinstimmung, irgendeine Gemeinsamkeit? Naja, es ist schon, das kann man schon von all denen sagen, es gerne tun und es gerne zum Schluss sagen wollen und entscheiden wollen. Wobei dann noch ein gewisser Unterschied besteht zwischen den genannten, weil der Willy Brandt war
Bundeskanzler und Erstparteivorsitzender. Der Helmut Schmidt war nie Parteivorsitzender und für Sozialdemokraten sind Parteivorsitzende manchmal wichtiger als ein Bundeskanzler. Mhm. Das klingt ein bisschen komisch und ist auch nicht vernünftig. Ich war umgekehrt Parteivorsitzender, aber nie Kanzler. Wären Sie das gerne geworden? Ich habe, ja, das werde ich immer wieder gefragt, weil das wundert die meisten, aber ich habe das nie angestrebt und sage immer noch, ich hätte das nicht gekonnt. Ich habe das nicht gewollt. Ich habe das auch nicht gesucht. Ja, und Scholz war nie Parteivorsitzender, wirklich. Mhm. Ja, und das sind unterschiedliche Herangehensweisen dabei. Was alle einig haben von denen, dass sie natürlich gerne das letzte Wort haben. Am intensivsten hat der Schröder ja gemacht, ja. Als Kanzler dann, ich war Generalsekretär, weil das mit Kanzler, das bei ihm nicht funktionierte. Da bin ich zu ihm gegangen, habe gesagt, wir müssen jetzt einen Generalsekretär haben. Da sagt er, ja, haben wir ja gar nicht. Da sagt er, wir müssen einen machen. Dann sagt er, mach mal eine Satzung. Da habe ich aufgeschrieben, wie ein Generalsekretär aussehen soll bei der SPD. Den hatten wir überhaupt nicht bis 1999 und ja, und dann sagte er, wer soll das jetzt werden? Da habe ich gesagt, ich. Sagte, willst du ein Ministeramt aufgeben bei mir? Ich war in seinem Kabinett, um ja. Generalsekretär zu werden bei der Partei. Ja, das verstand er überhaupt nicht. Aha. Und dann wurde ich der Generalsekretär und Parteivorsitzender. Und er hatte gerne das letzte Wort. Das hat er auch überwiegend gut gemacht. Ich kann mich erinnern, als der Irakkrieg damals kam und wie die Amerikaner unbedingt wollten, unsere Freunde, dass Deutschland auch sich beteiligt und Schröder in seinem Kanzleramt rumlief wie in so einem Käfig und sagte, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Dann kamen alle möglichen Leute, die mir erzählt haben, dass das überhaupt nicht geht, dass er das machen muss. Schröder sagte, ich mache das nicht. Dann hat der Amerikaner gesagt, er macht das nicht. Mhm. Ich weiß, jetzt, da gab es diese berühmte Szene ja auch von Joschka Fischer damals, ne, vor der UN, wo er immer sagte auf Englisch, I'm not convinced. Ne, ja. Haben Sie eigentlich zu Frau Merkel, unter der waren Sie ja sogar Vizekanzler, ne? Haben Sie eigentlich noch Beziehungen zu ihr? Sehen Sie sich ab und zu mal oder schreiben Sie sich eine Weihnachtskarte? Seit sie nicht mehr Kanzlerin ist, haben wir uns nicht mehr gesehen und wir haben ganz gut miteinander gekonnt. Ich glaube, bis 2007 ja. Da bin ich ausgeschieden, weil meine damalige Frau schwer krank wurde. Ende 2007 bin ich ausgeschieden und da war die Merkel sehr fair zu mir. Nicht alle waren fair. Merkel war fair, die hat gesagt, sie müssen jetzt nicht ausscheiden. Nehmen Sie einfach, ich verstehe das, dass Sie da wegen Ihrer Frau aufhören. Und wenn das, dann kommen Sie wieder. Ich habe gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Das kann man auch nicht machen. Wenn man also sie hat Ihnen angeboten, den Ministerposten zu erhalten? Einfach auszusetzen und dann wieder zu kommen. Das ging aber deshalb nicht, weil das ist sehr schwer auszudrücken, wenn Sie einen Menschen haben, der Ihnen sehr wichtig ist und der sehr schwer krank ist und Sie dem zeigen, dass Sie nicht mehr glauben, dass er noch wieder gesund werden kann, ist das ein großes Problem untereinander. Und dass Sie Pläne haben für nach dem Tod, ne? Das glaube ich. Mhm. Und das war bei mir schon vorher. Ich habe meiner Frau damals schon verstorben, ein paar Mal gesagt, soll ich nicht lieber zu Hause bleiben? Glaubst du nicht, dass ich wieder gesund werde? Und da glaubst du, nee, ich mache weiter. Und da kriegte ich Bescheid, dass sie, wir haben vor einem Parteitag in Hamburg, kriegte ich einen Anruf, dass sie in ihrem Kopf was festgestellt hatten. Ein Tumor war das? Oder? Tumor und dass das zu Ende ging, dabei habe ich die Konsequenz gezogen. Darüber spreche ich nicht so gerne, über die Sache. Über das Sterben spreche ich schon, aber lieber bei meiner Mutter, da war das alles normaler und natürlicher, Das war, das war da eben sehr schwierig. Aber die Merkel, das wollte ich nur sagen, hat sich da anständig verhalten. Und haben Sie noch Beziehungen zu? Gut miteinander ausgekommen und das ist auch immer so geblieben. Wir schätzen uns da in nüchterner Art, aber sind nicht Freunde geworden in dem Sinne, kann man nicht sagen. Sie haben sich nicht geduzt. Nee. Wobei, das habe ich Herr Schröder auch gesagt. Irgendein Journalist macht mit uns im Kanzleramt ein Doppelinterview, Schröder und ich.
Und dann sagt er irgendwann zu dem Schröder, was halten Sie von dem Müntefering-Eil? Da sagt er, naja, das ist so ein Typ, den hätte ich gerne als Freund. Und dann sagt der Journalist zu mir, und Sie? Naja, also so leicht ist das bei mir nicht, Freund zu werden. Es war nicht nötig, aber da habe ich ihn wirklich stehen lassen. Ne? Hat und, ihn das übel genommen? Das wär, ja. Konnten Sie drüber lachen, oder? Nee, das war nicht wirklich. Das war auch, also ich will das auch nicht wieder so machen, das war wirklich... Da mussten Sie mal. Wenn das einer sagt, wenn das einer anbietet, wenn einem das der Kanzler anbietet, dann sag ich, ne. Da haben Sie mal die Muskeln spielen lassen. Ich erzähle es aber heute, weil ich sauer bin auf ihn, weil er jetzt diese Putin-Sache da nicht distanziert behandelt hat. Und ich habe einen Brief mitgemacht, den die ehemaligen Vorsitzenden geschrieben haben. Und den Satz, den ich da reingeschrieben habe, heißt, wenn du ein angesehener Sozialdemokrat bleiben willst, dann musst du diesen Krieg verurteilen. Und Putin auch. Mhm. Und darauf habe ich keine Antwort bis heute. Okay. Und das ist nicht gut. Okay. Das ist. Okay, das machen Sie vielleicht noch mit ihm direkt aus, ne? Ja, da muss er sich aber melden. Also wir haben jetzt das ja kein Wort miteinander gesprochen und andere auch nicht bei uns, die den unterschrieben haben und. Mhm. Wir sind am Ende angekommen. Eine Frage habe ich noch. Ja. Die Amerikaner, da ist gerade die sogenannte Bucketlist ganz beliebt. Das heißt, eine Liste, wo sie draufschreiben, was sie eigentlich in ihrem Leben noch für Ziele haben, was sie erreicht haben schon, was sie gerne noch mal erleben möchten. Was steht denn auf ihrer Bucketlist? So ein Zettel gibt es eigentlich nicht, aber ich habe trotzdem die Überlegung, und ich spreche ja viel über älter werden in dieser Zeit, ich möchte gerne so alt werden, dass ich noch weiter mitmischen kann, gesellschaftlich, sozial, andere Menschen kennen, anderen Menschen begegnen, auch mal mit Journalisten sprechen. Ha, was für eine Ehre. Ich möchte gerne sehen und aussterben. Also ich möchte, das Sterben ist ein Teil des Lebens. Das Sterben ist nicht jenseits des Lebens, das ist nicht was zwischen Leben und Tod, sondern der Tod ist die Situation nach dem Gestorbensein. Aber das Sterben ist das letzte Stück im Leben. Und wir müssen gucken, dass man selbst und auch die Menschen, die man mag, dass die menschlich sterben können. Das ist ganz wichtig. Deshalb ist Hospiz und Palliativarbeit etwas, eine wichtige Sache, was ich sehr, sehr schätze, wo ich sehr dankbar bin, dass viele Menschen, viele auch, die aus den Kirchen mit dabei sind, was ich sehr schätze, die haben da wirklich eine wichtige Funktion und die den Menschen helfen, dieses letzte Stück zu gehen. Ich habe das bei meiner Mutter und bei meiner Frau ganz hautnah erlebt und ich kann nur allen sagen, behaltet diesen Zeitpunkt Sterben im Auge, habt Zeit füreinander, seid beieinander und nehmt die Menschen mit bis zu ihrem letzten Augenblick. Lasst sie nicht alleine und einsam hängen, sondern gebt ihnen schon. Ich hoffe, dass ich nicht allzu starke Schmerzen habe, aber man kann heute palliativ eine ganze Menge machen. Aber ich hoffe, dass ich einigermaßen gut zum Ende kommen kann. Das gehört zum Leben auch dazu. Und vielleicht ungewöhnlicher Wunsch, aber das gehört dazu. Ämter will ich keine mehr haben irgendwo. Wenn trotzdem einer sagt, muss das machen oder das machen, dann mache ich das. Mache Vorträge, spreche über das Älterwerden in dieser Zeit und ab und zu auch mit Journalisten und ab und zu auch in Arnsweg und in Vosswinkel, genau, wo ich zu Hause bin, in Nähern geboren. Und Vosswinkel kennengelernt als netten Ort, wo ich auch viele Freunde habe, Alex Faust und Michael Rademacher und andere. Der übrigens da vorne schon steht und auf Sie wartet. Und andere auch. Also ich bin eben auch, ich habe eben so manches Haus wiedergekannt, wo ich auch selbst Zeitungen oder irgendwas verteilt habe im Wahlkämpfen. Ja. Das gehörte mit dazu, ja. Also mir hat unser Gespräch sehr viel gebracht und mich hat es auch berührt, ehrlich gesagt, was Sie auch über den Tod gesagt haben. Und ich danke Ihnen für die Offenheit. Ja, freut mich. Aber Sie hatten auch gerade Geburtstag und Sie haben bald wieder Geburtstag. Ja. Sie haben eben im Vorgespräch erzählt, dass Sie im Mai Ihren 1000. Monat begehen. Am 16. Mai werde ich 1000 Monate alt, ja.
Deswegen kriegen Sie eine Flasche Vosswinkler Wein. Bedanke mich sehr. Und eine Flasche Vosswinkler Wildschwein. Bedanke mich sehr. Beides herzlich willkommen. Ja. Ja. Wes wird älter als 2 Tage. Ja. Könnt auf der Bahnfahrt zurückessen. Ich trinke es erst zu Hause. Herr Müntefering, danke, dass Sie da waren. Ja. Danke auch. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ja. Gerne. Machen Sie es gut. Ja. So, jetzt machen wir hier die Kameras aus.